Ja, herzlich willkommen an alle Teilnehmer, die schon hier dabei sind. Wir werden um 14:30 Uhr starten. Bis dahin sind noch 2, 3 Minuten Zeit. Ich sehe, die Teilnehmerzahl geht auch noch leicht nach oben. Von daher die Info, 14:30 Uhr starten wir. Bis gleich. So, es ist 14:30 Uhr. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Diejenigen, vor die jetzt noch dazukommen, wir haben noch ein paar Minuten Intro, bevor es dann losgeht. Von daher denke ich, dass auch der ein oder die andere, die vielleicht ein paar Minuten später kommen, trotzdem mit dabei sein wird. Ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen LearnNet-Veranstaltung in Administration in Schule, Intune und Co. Mein Name ist Alexander Singer und ich werde mit Ihnen ja in den nächsten knapp 1,5 Stunden ein wenig durch die Welt von Intune und Endpoint Manager im Bildungsbereich gehen. Das heißt, wir werden uns anschauen, was eigentlich mittlerweile möglich ist im Bereich der Inbetriebnahme, vor allen Dingen der Geräte, aber auch im Bereich der Administration der Geräte im Nachgang. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie ja verschiedenste Möglichkeiten haben, Geräte einzubinden, die drei Varianten, die wir dort im Portfolio haben. Und werde Ihnen natürlich auch einen Einblick geben in Intune for Education und kurzerhand auch noch in Richtung dem neuen Endpoint Manager. Bevor wir beginnen, wir haben die Möglichkeit, dass Sie sich die Untertitel aktivieren, wenn Sie das möchten. Einfach aus Inklusionsgründen haben Sie die Möglichkeit, hier einen Untertitel einblenden zu lassen. Sie haben auch während der ganzen Session die Möglichkeit, das Ganze zu pausieren und wieder aufzunehmen. Das heißt, falls Sie einen Anruf bekommen, zwischendurch vom Rechner weg müssen, klicken Sie einfach auf die Pause-Taste. Sie haben dann immer noch die Möglichkeit, das Webinar weiter sich anzuschauen.
Ja, innerhalb dieser Sessions ist es möglich, dass wenn Sie mit Teams teilnehmen, Ihre Namen, Ihre E-Mail-Adresse sichtbar sind, wenn Sie den Fragenbereich beantworten. Ich habe ja in den Q&A-Bereich mit bereits schon ein paar Ankündigungen hinzugefügt. Dieser Q&A-Bereich steht Ihnen natürlich auch zur Verfügung, wenn Sie Fragen stellen möchten. Wir befinden uns hier in einem Live-Event, das heißt, wir haben keine direkte Interaktion, das heißt, Sie können nicht direkt mit mir sprechen, sondern wir sind so ein bisschen eindimensional. Das heißt, ich spreche heute, zeige Ihnen Inhalte und Sie haben die Möglichkeit, über die Q&A-Funktion entsprechende Fragen zu stellen, die ich dann am Anschluss versuchen werde zu beantworten, beziehungsweise versuchen werde, ja, Ihnen dann eine entsprechende Information geben zu können. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, Bild und Ton werden aufgezeichnet, hauptsächlich mein Bild und Ton. Es kann natürlich aber immer mal sein, dass man innerhalb des Q&As Ihren Namen sehen könnte, wenn ich nachher den Bildschirm dahin ändere. Von daher hier der Hinweis, dass Sie die Q&A-Funktion am besten ohne Namen benutzen. Sie haben die Möglichkeit, darauf anonym zu klicken. Dann sind Sie hier auch sauber, was den Datenschutz und die Anonymität anbetrifft. Im Nachgang werden wir dieses Webinar auch zur Verfügung stellen, in der Regel über die bekannten Learned-Seiten. Dazu zu den Fragen. Oder zu der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie haben das Q&A-Modul bei sich innerhalb dieser Oberfläche. Sie wählen dort einfach auf Q&A bzw. F&A am oberen rechten Bildschirmrand, formulieren Ihre Frage, klicken auf Absenden und machen am besten das Häkchen bei Anonym. Wenn Sie das möchten, dann sieht niemand, wer diese Frage gestellt hat. Die Frage wird dann erstmal nur für mich sichtbar. Und ja, wenn es eine Frage sein sollte, die veröffentlicht werden sollte, das heißt, sie eine sehr, sehr große Reichweite hat und ich sie nicht mündlich beantworte, dann kann es sein, dass ich sie veröffentliche. Und wenn Sie hier keine persönlichen Daten zu sehen haben möchten, wie gesagt, der Hinweis, klicken Sie bitte auf Anonym. Dann ist auch in diesem Fall der Fälle entsprechend eine ja, anonyme Bereitstellung der Frage möglich. So wie zum Intro, wir wollen uns heute nicht nur mit Fragen beschäftigen, sondern vor allen Dingen auch damit beschäftigen, wie moderne IT-Umgebungen aussehen, beziehungsweise was die Anforderungen sind und wie sie im Bildungsumfeld, also in der Regel in Schule, damit umgehen können. Dazu vielleicht vorab, was verstehen wir eigentlich unter modernen IT-Umgebungen? Was sind die Herausforderungen, die Sie alle wahrscheinlich gerade auch umgeben? Es ist ganz klar so, dass wir ja im Verlaufe der letzten Jahre mehr und mehr verschiedenste Betriebssysteme innerhalb der Schulen haben, dass auch der Besitz von Geräten sich in Schulen natürlich viel stärker verändert, sei es durch die Sofortprogramme, die der Bund gibt, sei es durch Sofortprogramme für Lehrergeräte oder auch durch Ausstattungen, die Sie vielleicht schon getätigt haben oder noch tätigen werden im Rahmen des Digitalpakts. Sie können davon ausgehen, dass Sie sehr oft sehr verschiedene Betriebssysteme innerhalb Ihrer Schule haben. Das heißt, homogene Umgebungen, in denen nur eine Windows-Plattform unterwegs ist oder nur die iOS-Geräte oder Android-Geräte, sind eigentlich sehr, sehr selten geworden. Und spätestens, wenn wir darüber reden, dass Bring Your Own Device hinzukommt oder private Geräte, Lehrergeräte, Schülergeräte ganz gleich mit in die Schule kommen, dann haben wir auch einen Unterschied in der ja, Zugehörigkeit dieser Geräte. Das heißt, früher war es natürlich immer so, ein klassisches Computerkabinett war im Besitz und in der Betreuung des Schulträgers, der Schule. Mittlerweile lassen wir aber auch private Geräte zu, die natürlich sich nicht komplett in ihre Betreuung integrieren können, beziehungsweise nicht ganz so simpel, wie man das früher gemacht hat. Mit zunehmender Anzahl der Geräte wird natürlich auch der Wunsch nach Automatisierungen und proaktiven Services immer höher. Das heißt, je mehr Geräte in die Schulen kommen, desto weniger haben sie die Zeit, reaktiv auf Probleme zu reagieren. Es gibt einen größeren Wunsch danach, dass vielleicht verschiedenste Abläufe auch automatisiert ablaufen können, ohne dass sie hier reaktiv das Ganze in Angriff nehmen müssen, sei es eine Softwareverteilung, sei es die Verteilung von neuen Policies oder ähnliches. Und je mehr Geräte in die Schule kommen, desto mehr Self-Service ist logischerweise auch notwendig. Kaum ein Schulträger hat die Möglichkeit, riesengroße IT-Abteilungen aufzubauen, Administratoren pro Schule zu stellen oder ähnliches, sondern wir müssen ja, Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte dazu hin bewegen, dass eine Art Self-Service möglich ist, sei es nur im Bereich des Passwort-Resets, um da einfach mal anzufangen, bis hin zur kompletten Inbetriebnahme eines Endgerätes beziehungsweise zur Konfiguration eines Endgerätes, welches dann so sein sollte, dass es logischerweise in Ihrem schulischen Umfeld einsetzbar ist. Wir unterscheiden dabei logischerweise von einem Übergang zum modernen Management. Was bedeutet das? Traditionell haben Sie hauptsächlich einzelne Geräte gemanagt. Mittlerweile reden wir davon, dass multiple Geräte, dass mehrere Geräte
durch sie gemanagt werden müssen. Das heißt, nicht nur ein Gerät, nicht nur ein Gerätetyp, sondern wirklich eine Vielzahl an verschiedensten Geräten. Ganz gleich, ob wir hier über Notebooks reden, die von verschiedenen OEMs kommen oder aber auch verschiedenen Formfaktoren. Also ganz gleich, ob wir darüber reden, dass es ein mobiles Endgerät ist, ein stationärer PC oder ähnliches. Bereits erwähnt, früher waren diese Geräte alle im Besitz der Institution, der Schule. Mittlerweile ist es eher so, dass wir darüber reden, dass Geräte sowohl im Besitz der Institution sein können, als auch dem Nutzer selbst gehören. Und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Sie können nicht einfach ein Notebook einer Schülerin nehmen, dort ein Image drauf installieren oder ähnliches, dass es den Anforderungen ihrer Umgebung genügt, sondern wir haben hier immer noch ein Gerät, was im Grunde genommen dem Schüler selbst gehört und dafür fit gemacht werden muss, dass es in ihrer Umgebung laufen kann. Ja, früher hatten wir Schulnetzwerke und hatten da entsprechende Anwendungen auf den Netzwerken laufen, auf den Servern installiert. Mittlerweile gehen wir dazu über, dass Geräte und Management mehr und mehr in der Cloud stattfindet und Apps auch mehr als ein Software as a Service stattfinden. Und auch hier bieten wir uns die Dienste natürlich eine riesengroße Möglichkeit, sei es über Single Sign-On-Funktionalitäten. Das heißt, der Schüler, die Schülerin hat nur noch ein einziges Login und meldet sich damit an verschiedensten Diensten an, sei es über die Integration von Diensten wie Teams oder Ähnlichen, die uns natürlich auch im Managementbereich dann zugute gehen. Das heißt, wir haben den Nutzer innerhalb unserer Umgebung in unserem Azure Active Directory, welches nicht nur mehr die entsprechende Zugehörigkeit zu den Geräten oder zu Gruppen mehr hergibt, sondern mittlerweile auch wirklich als Anmeldefunktionalität für zum Beispiel verschiedenste Software-as-a-Service-Dienste dient. Ja, früher haben wir das Ganze manuell gemacht. Ich denke mal, Sie kennen das alles noch. Geräte imagen, Geräte per LAN an den Server anschließen oder ähnliches. Mittlerweile reden wir davon, dass so etwas automatisiert passieren sollte. Und das Ganze, wie bereits gesagt, nicht nur reaktiv, sondern proaktiv. Das heißt, eine der großen Anforderungen, die wir natürlich mit einer Fülle neuer Geräte haben werden, ist, dass wir nicht mehr reaktiv darauf agieren können oder sie nicht mehr reagieren können, wenn etwas mit einem Gerät passiert ist, sondern wir viel mehr darüber nachdenken müssen, wie wir das Ganze proaktiv handeln können. Ja, und das bedeutet letztlich nichts anderes, als dass Sie früher viel an den Geräten unterwegs gewesen sind, der sogenannte High-Touch, während wir mehr und mehr dazu übergehen, möglichst viele Dinge in einem Self-Service abzubilden, ganz gleich, ob das durch den Nutzer selbst oder durch einen IT-Administrator in einer schwächeren Rolle passiert, der bestimmte Dienste übernehmen kann. Das Ganze werden wir uns heute mit Intune for Education vor allen Dingen anschauen, wo Sie auch Lehrkräfte in die Lage versetzen können, bestimmte Konfigurationen, bestimmte administrative Dienste vor Ort an der Schule zu übernehmen, während Sie als IT-Abteilung vielleicht oder als IT-Abteilung eines Trägers trotzdem noch die Möglichkeit haben, über bestimmte tiefer eingreifende Funktionalitäten zu entscheiden. Ja, jetzt habe ich schon viel davon gesprochen. Hier fielen schon die Worte Intune, Endpoint Management. Der ein oder andere von Ihnen kennt vielleicht auch noch den Configuration Manager aus früheren Zeiten, aus den klassischen lokalen Serverumgebungen. Mittlerweile reden wir davon, dass es den Microsoft Endpoint Manager gibt und dieser besteht im Grunde genommen aus verschiedensten Diensten. Dieser besteht logischerweise aus Intune. Das heißt, alles, was irgendwie mobil und damit in der Cloud gemanagt werden sollte, findet sich in Intune wieder. Wir haben hier die Möglichkeit der PC-Verwaltung, der Mobilitätsverwaltung, aber mittlerweile auch wirklich über die Verwaltung von bestimmten Sicherheitsfunktionalitäten, seien das Einstellungen der Richtlinien bezüglich Aufbewahrungen, seien es Rechte-Management oder ähnliches. All das ist über Intune möglich. Wir haben nach wie vor, den gibt es immer noch, den Configuration Manager, der zugegebenermaßen sehr, sehr komplex gewesen ist in der Vergangenheit oder auch immer noch ist, der sich hauptsächlich auf das lokale Gerätemanagement und die On-Premise-Infrastruktur bezieht. Der ist nicht abgeschafft, das heißt, der ist immer noch ein aktuelles Produkt, auch in der Microsoft-Welt. Den werden vielleicht die wenigsten von Ihnen kennen, weil es doch ein sehr spezielles Produkt gewesen ist und wirklich nur in sehr großen On-Premise-Umgebungen bisher eingesetzt worden ist. Und wir haben natürlich andere Endpoint-Management-Tools, um da mal Autopilot einfach hinauszunehmen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, in einem sogenannten White-Glove-Modus, das heißt, ohne das Gerät anzufassen, Geräte auch entsprechend auszurollen, kommen wir später aber nochmal hinzu.
Wichtig für Sie, dieser Endpoint Manager, der integriert im Grunde genommen all diese Dienste. Das heißt, wenn wir vom Endpoint Manager reden, heißt das nicht, dass der Intune abgelöst hat oder ähnliches, sondern der Endpoint Manager ist einfach jetzt eine zentrale Anlaufstation, um der es dann hauptsächlich um Gerätemanagement als solches geht, mit all diesen Diensten, die wir dort gerade beschrieben haben, die dort dann mit hineinkommen. Der Endpoint Manager als solche oder Intune als solches war immer recht komplex oder ist auch immer noch recht komplex. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Dieses Intune bzw. der Endpoint Manager als solches ist von der Historie natürlich so gewachsen, dass er vor allen Dingen auch aus dem Bereich der Geschäftsanwendungen, der Geschäftsumgebungen kommt. Und das heißt, wir haben im Intune logischerweise ein Konzept, eine Möglichkeit, umfangreiche IT-Anforderungen und gemischte Geräteumgebungen zu managen. Und da man festgestellt hat, das ist für Schule und gerade vielleicht auch, wenn wir sagen, wir haben eine verschiedene Abstufung von Administratoren in dem Gesamtgebilde, doch etwas, wo man feststellt, das ist sehr, sehr spezifisch und das ist auch sehr, sehr, ja, administrativ oder im administrativen Sinne zu denken. Das heißt, für eine Lehrkraft mit einer Affinität dafür ist das Ganze nicht ganz trivial. Und man muss auch zugeben, dass die Möglichkeiten, die ich im klassischen Intune habe, natürlich überwältigend sind, weil ich hier wirklich alles bis ins kleinste Detail anpassen kann, seien es Richtlinien, seien es Policies, seien es Gruppendefinitionen, seien es die Definition über Einstellungsmöglichkeiten in zum Beispiel einer Word-App über mehrere Seiten hinweg. Das ist also etwas gewesen, wo man sagt, das ist super, dass es das gibt. Das ist auch wichtig vielleicht für Sie als Administratoren eines ganzen Landkreises oder eines ganzen Trägers. Für den gemeinen Lehrer beziehungsweise für eine kleine Schule ist das Ganze aber etwas ja zu mächtig einfach gewesen, so dass man sich entschieden hat, mit Intune for Education eine Oberfläche zu schaffen. Also es ist kein zweites Tool, das ist mir ganz wichtig, sondern es ist eine weitere Oberfläche, die auf Intune basiert. Und diese Oberfläche ist so maßgeschneidert, dass sie Einstellungen und Workflows enthält, die speziell im Bildungsbereich wichtig sind. Wir sehen uns das gleich mal im Live-Setting an. Sie werden gleich sehen, wir haben hier die Möglichkeit einer Express-Konfiguration. Wir haben ja auch die Möglichkeit, verschiedenste Dienste einzustellen, Apps zu verteilen etc. Das gucken wir uns, wie gesagt, gleich in der Demo-Umgebung nochmal an. Wichtig ist, wie gesagt, nur, dass ich hier wirklich eine angepasste Variante, so möchte ich es vielleicht nennen, mit einer angepassten Oberfläche erhalte, die für den Bildungsbereich geeignet ist. Wichtig ist dabei aber auch zu wissen, dass all das, was ich im Intune for Education verändere, auch mit dem Intune logischerweise nicht synchronisiert, aber auch dort quasi verändert wird. Gleiches gilt für Einstellungen, die Sie vielleicht in leitender Position im Intune vornehmen. Diese Richtlinienpakete oder Ähnliches werden dann auch im Intune for Education logischerweise angezeigt. Wir reden hier nicht von zwei Diensten, sondern im Grunde genommen von zwei verschiedenen Oberflächen. Ja, was kann ich mit diesem Intune for Education machen? Jetzt kommen wir zu den sehr spannenden Punkten. Wir können mehrere Plattformen darüber managen, und zwar Windows, iOS, macOS und Android Plattformen oder Geräte mit diesem Betriebssystem. Und das gibt Ihnen natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier eine Plattform, ich habe eine Oberfläche, aus der heraus kann ich wirklich diese verschiedensten Betriebssysteme beziehungsweise diese verschiedensten Geräteplattformen managen. Und wir haben bereits darüber gesprochen, Sie werden wahrscheinlich in Schule immer diese verschiedenen Betriebssysteme vorfinden, sei es, weil es iPad-Klassen gibt für bestimmte Anwendungsbereiche, sei es, weil Sie Notebooks oder Surfaces benutzen in bestimmten Klassenstufen oder vielleicht haben Sie auch ein Android, welches an interaktiven Tafeln integriert ist oder ähnliches. Mit Intune haben Sie die Möglichkeit, all diese Plattformen dann wirklich über einen Single Point zu managen, eine Oberfläche zu haben und über all diese Geräteplattformen hinweg entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Logischerweise immer im Rahmen dessen, was die Plattformen freigeben beziehungsweise was die Plattformen können. Aber auch das schauen wir uns gleich nochmal an. Des Weiteren ist Intune super dafür, dass Sie eine einfache Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen für Windows und Office 365 haben. Gleiches gilt logischerweise auch für iOS, Android und macOS, immer in den jeweiligen Funktionalitäten. Das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit, den Windows Store for Business oder for Education zu nutzen. Wir haben die Möglichkeit, MSI-Pakete zu verteilen, beziehungsweise auch im klassischen Intune
ganz normale Echsen zu verteilen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, über VPP oder über Android for Work logischerweise auch hier Apps zu verteilen. Also über all diese Plattformen, über die wir hier sprechen, ist logischerweise auch eine Bereitstellung der entsprechenden Anwendungen möglich. Und im Windows-Bereich können wir hierüber auch entsprechende Plattform-Upgrades realisieren, beziehungsweise auch gerade im Bereich Office eine sehr schöne Art haben, wie wir das Office 365 beziehungsweise auch die On-Premise-Variante dann auf die Geräte ausrollen. Wir reden über ein System, welches logischerweise auch auf Rechtesystem arbeitet. Das heißt, so wie Sie das wahrscheinlich schon kennen, wir haben Rechte-Management-Möglichkeiten, wir haben die Möglichkeiten, verschiedenste Rollen zu verteilen und auch das haben wir hier. Und gerade mit der Möglichkeit, mit Intune for Education zu arbeiten, haben Sie halt diese Möglichkeit, einer Delegation von häufigen Anfragen entweder direkt in die Schule zurück oder aber auch zu sagen, ich erstelle eine neue Policy und rolle die über alle meine Schulen hinweg aus, ohne jedes Gerät einzeln anfassen zu müssen. Das heißt, sowohl das Management vieler Geräte als eine einzelne Person ist möglich, als auch logischerweise die Möglichkeit, Intune for Education so zu sehen, dass eine Lehrkraft oder ein Mitarbeiter die Möglichkeit gibt, bestimmte Einstellungen vorzunehmen, ohne aber auf die große Oberfläche Zugriff zu erhalten. Ja, und all das sind Werkzeuge und Funktionen für den Übergang von On-Premise zur Cloud. Wie gesagt, Sie werden immer stärker feststellen, dass das Management entweder in hybriden Umgebungen stattfindet. Das heißt, Sie haben noch klassische Computerkabinette, in denen dann zum Beispiel auch noch ein klassischer Server betrieben wird und wir über sogenannte hybride Szenarien sprechen. Beziehungsweise der Trend, den wir aktuell auch feststellen, ist, dass es mehr und mehr in die Cloud geht. Es sind mehr und mehr mobile Endgeräte, welche dann entsprechend auch über ein MDM, also über Intune, gemanagt werden. Ja, was bietet uns Intune for Education, bevor wir uns das Ganze anschauen? Intune for Education bietet uns ein sogenanntes Zero-Touch-Management. Das heißt, wir können Anwendungen und Einstellungen auf registrierte Geräte anwenden, ohne die Geräte nochmal anfassen zu müssen. Das ist, glaube ich, klassisch, wenn man sich schon mal mit einem MDM beschäftigt hat. Die grundlegendste Sache oder die grundlegendste Eigenschaft, die ein MDM so mit sich bringt. Wir haben die Möglichkeit, gemeinsame genutzte Geräte zu verwalten, hier im Besonderen auch unter Windows wirklich sehr schöne Möglichkeiten mit Shared Devices zu reden. Das heißt, wir unterscheiden zwischen Gerätekonfigurationen und Benutzerkonfigurationen. Wir können daher auch entscheiden, was kriegt ein Nutzer angezeigt, wenn er sich an einem Gerät anmeldet. Ich muss also nicht mehr darauf achten, welches Gerät ist welchem Nutzer zugehörig, sondern ich habe über diese Shared Devices die Möglichkeit, dass ein Nutzer sich ja quasi jedes beliebige Gerät auswählt und dieses Gerät dann über seinen Login so vorkonfiguriert bekommt, wie es quasi für ihn eingerichtet ist. Ganz gleich, ob er dann in Klasse 5 oder Klasse 10 unterwegs ist. Das heißt, ich kann hier verschiedenste Einstellungen nehmen, was ist freigegeben, was ist nicht freigegeben, welche Applikationen sind auf dem Gerät zu finden. All das haben wir im Hintergrund hiermit möglich. Ja, die vereinfachte delegierte Verwaltung habe ich schon gesagt und last but not least, wir haben ein einfaches Enrollment. Das kann entweder ganz klassisch über einen USB-Stick passieren, was immer noch schneller funktioniert, als ein komplettes Image zu verteilen oder auch über Autopilot, zu welchem wir dann gleich im Anschluss auch noch kommen werden. Aber lassen Sie uns vielleicht erstmal schauen, wie Intune for Education eigentlich ausschaut, dass Sie einen Überblick davon bekommen, worüber wir hier eigentlich gerade reden. Was ich gemacht habe, ist, ich habe Ihnen unter intuneeducation.portal.azure.com einfach mal die Startseite von Intune for Education aufgerufen. Und wenn man sich das anschaut, ist das Ganze sehr, sehr aufgeräumt, sehr, sehr einfach. Das heißt, die Funktionalitäten sind sehr klar benannt. Die Menüpunkte sind auch so benannt, wie Sie sie in Schule wiederfinden werden. Zum Vergleich, wenn ich den Endpoint Manager einmal öffne, sieht das Ganze schon etwas, ja, ich möchte mal sagen, technischer vielleicht aus. Es sind mehr Unterpunkte, Untermenüs dabei. Und von daher sieht man vielleicht schon mal den ersten Überblick. Das Intune for Education ist einfach wirklich angepasst, schmaler gemacht, sodass die Nutzung von Intune for Education einfacher wird. Um mit Intune for Education zu starten, haben wir hier immer diesen riesengroßen Button, auf dem Express-Konfiguration starten steht. Ich klicke da einfach mal rauf, damit Sie die Unterschiede sehen. Wir haben hier nämlich eine wirklich nutzerangeleitete Funktion, um überhaupt erstmal grundsätzliche Profile zu erstellen und etwas einzustellen, mit dem wir arbeiten möchten. Also das ist hier viel, viel geführter, als wir das im klassischen Endpoint-Manager finden werden, wie Sie das vielleicht auch aus bisherigen Intune-Umgebungen schon kennen.
Ja, wir gehen hier durch die ersten Schritte. Wir haben logischerweise die Möglichkeit, über den School Data Sync, also über den SDS, Schul- und Unidaten direkt zu synchronisieren. Das heißt, wenn Sie mit den SDS-Tools arbeiten, gibt es hier logischerweise die Möglichkeit, diese gleich hinzuzufügen. In unserem Moment überspringen wir das einfach mal. Ich klicke auf Einrichtung von Intune starten und erhalte jetzt hier entsprechende Gruppen, die teilweise schon standardmäßig angelegt sind, beziehungsweise einige Gruppen, die ich jetzt im Vorfeld für diese Demo einfach mal angelegt habe. Und Sie sehen, diese Gruppen, das können zum Beispiel alle Geräte sein, das könnten alle Benutzer sein, das könnten aber auch alle iPads sein oder auch der Surface-Koffer, den ich in der Oberstufe oder in der Unterstufe nutzen möchte. Das heißt, hier arbeite ich wieder ganz klassisch mit Gruppen. Ich habe die Möglichkeit, entweder Benutzer oder aber auch Geräte in Gruppen zu packen. Ich habe je nach Lizenzierungsstatus natürlich auch die Möglichkeit, mit dynamischen Gruppen zu arbeiten. Das heißt, sobald sich bestimmte Attribute ändern oder ein Gerät oder ein Nutzer ein bestimmtes Attribut erhält, wird es Mitglied einer Gruppe. Hier haben wir also sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. In unserem Fall nehme ich mal ja, den Surface-Koffer für die Oberstufe, den ich heute konfigurieren möchte, wähle diesen aus und erhalte jetzt die Möglichkeit, entsprechende Apps hinzuzufügen. Und bei Intune for Education ist es so, ich habe die Möglichkeit, Web-Apps hinzuzufügen. Web-Apps sind im Grunde genommen Verlinkungen, welche mir im Startmenü des jeweiligen Gerätes angezeigt werden. Also vielleicht bekannt Anton, auf das ich direkt verlinken möchte. Ich möchte einen Startmenü-Eintrag dafür erstellen. Und ich möchte vielleicht auch noch direkt auf Sway verlinken, weil ich sage, interaktive Berichte, die ich mit meinen Schülerinnen und Schülern erstellen möchte, sind mir besonders wichtig. Ich möchte nicht, dass sie sich dort jedes Mal im Browser einwählen, sondern das soll direkt aus dem Startmenü heraus passieren. Diese Möglichkeiten habe ich jetzt hier gerade ausgewählt. Es gibt noch Windows-Applikationen, die ich installieren möchte. Ich möchte natürlich ein Office installieren, welches ich in meinem Plan dabei habe. Ich möchte vielleicht auch den neuen Edge-Player installieren und ich möchte auch direkt dafür sorgen, dass der VLC Media Player mit installiert ist. Wie wir diese Dinge hinzufügen, diese Programme hinzufügen, schauen wir uns gleich im Nachgang an. Klicke jetzt auf Weiter. Habe jetzt die Möglichkeiten, Einstellungen zu treffen für diesen Surface-Koffer und habe jetzt schon eine vordefinierte Einstellung, die auf den Bildungsbereich passt. Das heißt, die Einstellungen, die wir jetzt hier gleich sehen werden, die sind schon so vorkonfiguriert, so vorgeschlagen, dass sie wirklich auf Schule bzw. auf den K12-Bereich anpassen. Und wenn ich mal auf Konto und Anmeldungen klicke, dann sehen Sie nach und nach auch, dass diese Einstellmöglichkeiten ja so benannt worden sind, wie wir sie auch im Bildungsumfeld benötigen. Ich möchte logischerweise nicht, dass persönliche Microsoft-Konten genutzt werden können, um sich anzumelden. Wir reden hier über einen entsprechenden Surface-Koffer. Das sind also Geräte, die der Schule gehören. Von daher ist das Ganze blockiert und gleichzeitig ist auch das Hinzufügen und Anmelden von Nicht-Microsoft-Konten blockiert. Das ist so standardmäßig logischerweise immer dann der Fall, wenn Sie über institutionseigene Geräte sprechen. Das kann aber auch ganz anders aussehen, wenn Sie zum Beispiel eine Einstellung vornehmen für Bring Your Own Device-Geräte, weil Sie da zulassen möchten, dass ein Schüler sich auch mit einem persönlichen Konto anmelden kann, einfach damit er separieren kann in der Nutzung, was ist jetzt Schule, was ist privat. Kleiner Tipp, den ich Ihnen immer empfehlen würde, gerade in der Anwendung, ja, mit jüngeren Schülerinnen und Schülern, ist, dass man eine bevorzugte Active Directory-Mandantendomäne konfiguriert. Was bedeutet das? Klassischerweise meldet sich ein Nutzer am Gerät ja immer mit ja, Vorname.Nachname@schule.de an. Konfiguriere ich diese bevorzugte Azure Active Directory Domain, dann ist es möglich, sich auch ohne den Domainnamen anzumelden. Das vereinfacht natürlich die Anmeldung an dem Gerät um einiges. Gerade dann, wenn Sie das Ganze vielleicht in der Grundschule anwenden möchten und sagen, ein Schüler hat hier wirklich nur einen sehr kurzen Namen oder ein Kürzel, dann ist es natürlich für eine Schülerin in der dritten, vierten Klasse einfacher, nur den Vornamen einzutippen oder sein Kürzel einzutippen, als danach auch noch @ und die gesamte Domain, die man vorfindet. Das vielleicht als kleiner Tipp nebenbei. Wir haben dann die Möglichkeit, darüber uns ja, Gedanken zu machen, wie Apps installiert werden dürfen. Im Moment lassen wir hier die Installation von mehreren Apps zu. Wir können aber auch sagen, dass Installation von Apps aus dem Store für Bildungseinrichtungen blockiert werden, also dass quasi auch kein Self-Service stattfinden kann.
Wir können ja über den Microsoft Store für Bildungseinrichtungen entsprechende Lizenzen freigeben, entsprechende Tools auch zur Verfügung stellen, die dann im Self-Service durch die Nutzer eigenständig installiert werden können. Wir können aber auch sagen, Mensch, ich möchte an dem Gerät gar nichts verändern, dann können wir sowas logischerweise auch blockieren. Wir haben die Möglichkeit, im Bereich der Registrierung entsprechende oder Maßnahmen vorzusehen. Gleiches ist beim Edge der Fall. Wir könnten hier zum Beispiel die Startseite konfigurieren, dass wir also immer mit einer benutzerdefinierten Seite starten, also zum Beispiel mit https www.musterschule.de, weil ich möchte, dass dann immer die Suchmaschine oder immer die Seite unserer Schule aufgeht. Genauso, wenn man jetzt mal so in den Grundschulkontext zum Beispiel wechselt, könnte man auch sagen, hier soll immer direkt eine Suchmaschine wie FragFin oder ähnliches aufgehen. Oder aber Sie verlinken hier einfach die Zugangsdaten, Ihren Login zum Office 365-Portal, entweder über portal.office.com oder über die entsprechende Domain, die Sie dafür benutzen, sodass dann also wirklich immer eine einheitliche Startseite auch vordefiniert ist. Ich hatte jetzt hier noch die Möglichkeit, kleinere Einstellungen vorzunehmen, die sich auf den Browser auswirken. Und ganz wichtig im Sinne von Datenschutz und Anforderungen, die Sie an den einzelnen Bundesländern haben werden. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte die Kamera blockieren, ich möchte Wechselmedien blockieren und ich möchte Ordnungsdienste und Cortana blockieren, weil das einfach Teil des medienpädagogischen Konzeptes der Schule ist, weil gesagt wird, USB-Sticks sind aus verschiedensten Gründen an unserer Schule nicht geduldet. Dann können wir hierüber auch entsprechend sagen, okay, Wechselmedien werden von vornherein an dieser Gerätegruppe blockiert. Sie sehen, das sind hier die Einstellungsmöglichkeiten, die ich habe. Und wer von Ihnen sich schon mal so ein bisschen mit dem Endpoint Manager beschäftigt hat, der wird sagen, Mensch, das sind aber wenige. Und genau das ist auch der Fall. Wir haben hier wirklich die Einstellungsmöglichkeiten in der Express-Konfiguration, dass so die wichtigsten sind für den Einsatz von Geräten in Schule. Wir können, wie gesagt, über den Endpoint im Hintergrund noch viel, viel mehr steuern, auch viel, viel weiter ins Detail gehen, ähnlich dessen, was Sie vielleicht von Gruppenrichtlinien schon kennen. Aber der Ansatz bei Intune for Education ist ja wirklich zu sagen, ich biete eine Oberfläche, die es vielleicht auch einem Administrator an der Schule, einem Informatiklehrer oder einem affinen Lehrer die Möglichkeit gibt, das Ganze in einem kleineren Bereich auch noch für die einzelne Einheit zu managen. Ja, ich klicke auf Weiter, erhalte nochmal die Möglichkeit der Überprüfung, sehe jetzt hier auch nochmal meine zugewiesenen Einstellungsmöglichkeiten, klicke auf Fertig und habe im Grunde genommen meine Gruppe konfiguriert. Alle Geräte, die ich jetzt im Surface-Koffer hinzufügen würde, entweder händisch oder über Autopilot, würden dann entsprechend diese Informationen und diese Einstellungen standardmäßig ziehen und hätten dann die Möglichkeit entsprechend, ja, gesteuert zu werden von uns, beziehungsweise sind dann entsprechend gemanagt von uns. Schauen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen im Detail an. Express-Konfiguration haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wir finden hier unsere Gruppen wieder. Wir finden hier alle Geräte wieder. Das sind jetzt bei mir aktuell nur zwei virtuelle Maschinen, die ich mit dabei finde. Und wenn ich jetzt mal auf die Demo 1 klicke, sehe ich auch die Gruppe. Das heißt, ich erhalte auch im Intune for Education entsprechende Übersichten über das Gerät. Wir sehen, das Gerät befindet sich aktuell in zwei Gruppen. Einmal in der Gruppe alle Geräte, weil ich logischerweise eine Policy habe und Einstellungsmöglichkeiten, die für jedes Gerät gelten, unabhängig davon, in welcher Untergruppe es sich befindet. Und das Gerät würde sich jetzt in dem Fall alle Informationen aus der Gruppe PC-Kabinett ziehen, weil ich jetzt meine VMs einfach mal alle in ein virtuelles PC-Kabinett gesteuert habe. Und das ist ganz wichtig für Sie. Logischerweise heißt Mobile Device Management nicht nur, dass wir mobile Geräte managen können, sondern rein theoretisch können Sie dann natürlich auch sämtliche Tower-PCs, NUCs oder OPS mit verbinden und darüber managen. Also auch feststehende PCs können logischerweise hiermit eingebunden werden. Ja, ich erhalte bei dem Gerät die Informationen, die letzten Geräteaktionen, wann wurde das Gerät gestartet. Sie sehen hier, ich habe das Gerät umbenannt, sehe auch die letzten Check-ins. Das heißt, ich habe hier auf der Ebene auch immer noch mal die Möglichkeiten zu sehen, was ist auf dem Gerät passiert. Ich sehe, dass sich hier eine Lehrkraft angemeldet hat. Also auch hier auch nochmal, um den Vergleich zu sehen, ich habe hier ein Shared Device. Das heißt, mehrere Benutzer können sich an dem Gerät anmelden. Und hätten die Benutzer jetzt verschiedene Applikationen zum Beispiel zugeordnet, weil ich sage, der VLC Media Player als solches ist zum Beispiel nicht für alle Personen zugänglich, sondern nur für Lehrkräfte, dann würde ich hier jetzt auch entsprechend sehen können, ob die entsprechenden Applikationen erfolgreich angewendet worden sind, beziehungsweise gilt das natürlich auch logischerweise für die entsprechenden Einstellungen, die ich nicht nur auf Gerätebasis vornehmen kann, sondern logischerweise, wenn ich das möchte, auch für jeden Nutzer im Einzelnen definiert haben kann oder für Nutzergruppen.
So wie wir hier mit den Gruppenmodellen einfach sprechen. Bei den Benutzern ist es ähnlich. Hier sind alle meine Benutzer, die eine entsprechende Lizenz verfügen. Die synchronisieren sich aus dem Office 365 Portal. Ich könnte jetzt auch noch benutzerspezifische Einstellungen vornehmen. Das ignorieren wir in dem Moment mal. Ich möchte vielmehr noch auf die Applikation gehen und in diesem Bereich nochmal zeigen. Innerhalb der Apps sehen wir alle zugewiesenen Apps, die in der Organisation bisher verteilt worden sind. Das geht wie bei Lego Vidoo von einer Microsoft Store App, also eine App, die ich im Windows Store für Education bereitstelle, bis zu klassischen Web Apps, also Links auf Webseiten oder aber auch Desktops Apps, wie hier zum Beispiel den Microsoft Edge. Und wenn wir hier auf neue App hinzufügen, sehen wir auch die Möglichkeiten, die im Indian for Education gegeben werden. Wir haben im Indian for Education die Möglichkeit, eine neue Web-App hinzuzufügen, eine neue Microsoft Store-App hinzuzufügen oder eine neue Desktop-App hinzuzufügen. Den Fall spielen wir jetzt einmal durch. Ich gehe auf neue Desktop-App, habe hier die Information Indian for Education unterstützt MSI-Installer. Ich habe mir jetzt im Vorfeld mal einen Installer runtergeladen, zum Beispiel den Firefox. Erhalte den entsprechenden App-Namen, könnte noch eine Befehlszeile hinzufügen, falls es notwendig wäre zur Aktivierung des Dienstes oder Ähnlichem, könnte ein Symbol hinzufügen, speichere das Ganze ab. Die Firefox-Installationsdatei wird im Hintergrund hochgeladen und ich habe dann die Möglichkeit, sobald die MSI hochgeladen ist, die entsprechenden Gruppen hinzuzufügen, entsprechenden Gruppen zuzuweisen. Und in unserem Fall möchte ich zum Beispiel, dass auf dem PC-Kabinett entsprechend die Firefox-Installation vorgenommen wird. Da gab es jetzt gerade eine Fehlermeldung, weil die Datei noch nicht vollständig hochgeladen worden ist. Aber sobald das passiert ist, habe ich dann die Möglichkeit, entsprechend auch diese Applikation auf die betreffenden Geräte oder auf die betreffenden Geräte, welche von den Nutzern benutzt werden, zu verteilen. Das ist im Grunde genommen das limitiert oder sind die limitierten Möglichkeiten, die wir in Intune for Education bereitstellen. Die sind aber, wie gesagt, auch nicht ohne Grund so limitiert, weil das sind wirklich Dinge, die Sie auch abgeben können. Das sind Dinge, die auch wirklich durch Schule selbst teilweise vorgenommen werden kann. Wechseln wir auf den Endpoint Manager als große Übersicht, werden wir ähnliche Dinge gleich wiederfinden, nur etwas komplexer und etwas ausführlicher. Wir haben jetzt hier zum Beispiel keine Express-Konfiguration oder Ähnliches. Was wir aber machen können, ist, wir können zum Beispiel mal in die Gruppen wechseln, nehmen uns dort unsere Surface-Koffer-Gruppe, über die wir gerade gesprochen haben, und schauen uns dann hier einfach mal die Möglichkeiten an der entsprechenden Profile bzw. der entsprechenden Einstellungen, die ich dann noch vertiefend vornehmen kann. Wir hatten den Surface-Koffer in der Oberstufe. Ich wähle diesen einmal aus und habe jetzt natürlich die Möglichkeit, hier entsprechende Eigenschaften zu bearbeiten, über bestimmte Eigenschaften zu sprechen. Wir sehen hier schon mal, ich kann auch den Zugriffstyp bzw. Mitgliedschaftstyp wechseln. Ich habe hier also die Möglichkeit, auch dynamische Benutzer oder dynamische Geräte entsprechend der Gruppe hinzuzufügen. Das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn Geräte wirklich verschiedenste Rollen einnehmen oder in verschiedensten Szenarien genutzt werden. Ich habe die Möglichkeit, Benutzer können wir einmal überspringen, auf die Anwendungen einfach mal zu gehen. Wir haben aktuell keine Anwendungszuweisungen vorgenommen. In dem Fall, wir haben die Möglichkeit, auch entsprechende tiefere Diagnosen und Übersichten hervorzunehmen. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz bei den Gruppen einfach mal in die VM-Gruppe wechseln. Da haben wir nämlich ein paar Geräte, da macht das Ganze ein bisschen mehr Spaß. Gehen wir in die Mitgliedergruppe, sehen dann hier nochmal unsere Demo-Geräte. Und wenn ich jetzt auf das Gerät klicke, erhalten wir schon mal ein paar mehr Informationen. Wir sehen nochmal den Typ, auch die Version des Gerätebetriebssystems und können natürlich an dieser Stelle auch entsprechend mit dem Gerät interagieren. Also das ist eine Möglichkeit, die schon mal zeigt, dass wir hier tiefer ins Detail gehen können. Klicke ich auf die Geräte als solches, erhalte ich auch eine viel, viel detailliertere Aufnahme, detailliertere Übersicht über die Geräte, die in meiner Umgebung gemanagt werden. Sie sehen hier nochmal die unterstützten Plattformen. In unserem Fall sind jetzt ja aktuell nur zwei Windows-Geräte eingebunden. Es könnten aber auch Android, iPad bzw. iOS-Geräte sein. Mac-Geräte gut und theoretisch würden auch noch Windows-Mobile-Geräte unterstützt werden.
Wir sehen hier, Registrierungsfehler sind vorgekommen, 4 Stück im Windows am 21. September oder 22. September muss das gewesen sein. Wir erhalten hier also auch auf einen Blick eine Übersicht, was entsprechend passiert ist. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal mit den Geräten beschäftigen, sehen wir auch, dass wir also viel detailliertere Informationen zu dem Gerät als solches erhalten. Also wir sehen jetzt zum Beispiel auch die Seriennummer des Gerätes, wir sehen das Gerätemodell und wir sehen logischerweise auch die Hardware. Also wir haben auch hier die Möglichkeit, wirklich zur Inventarisierung beziehungsweise auch für den Support im Second Level zu sagen, bevor ich mich an den Hersteller wende, ich schaue erstmal, Mensch, was ist dort eigentlich installiert? Wie ist die Mac, weil ich sage, in meiner Umgebung ist ein Mac-Filter mit dabei. Ich müsste noch mal Mac-Adressen von Geräten herausfinden. All das ist hierüber möglich. An meiner VM sieht man jetzt nicht ganz so viel, logischerweise auch keine E-Mail und nichts, aber Sie verstehen, dass ich hier entsprechend die Informationen über das Gerät dann auch erhalte und so also auch aus der Ferne über mehrere Schulen hinweg eine sehr, sehr gute Inventarisierung vornehmen könnte. Ich sehe die Apps, die installiert sind. Auch hier sehe ich jetzt ein paar mehr Apps, weil all diese Apps von Microsoft davor steht. Das sind im Grunde genommen die Standard-Applikationen. Das sind daher ein paar mehr, die Sie am Anfang sehen. Und wir sehen jetzt hier aber als Beispiel auch, dass der VLC Media Player auf dem Gerät logischerweise installiert ist. Wir können uns über Gerätekompatibilität unterhalten, sehen, dass das Gerät aktuell einen Fehler anzeigt, was die integrierte Richtlinie für die Gerätekonformität anbetrifft. Wir sehen, hier wurde eine Richtlinie nicht zugewiesen. Auch das kann ich jetzt pro Gerät also im Einzelnen herausfinden und könnte mich jetzt damit beschäftigen, Mensch, woran ist es denn gescheitert? Was ist denn die Problematik, die ich dabei entsprechend noch beheben müsste? Wir sehen unsere Gerätekonfiguration, sehen hier also auch direkt, welche Policies sich auf dem Gerät befinden, welche dem Gerät zugewiesen sind und sehen hier alleine schon 3 verschiedene Benutzer-Principles. Das heißt, wir haben 3 Nutzer, die sich bisher an dem Gerät angemeldet haben und dementsprechend auch eine verschiedene Art von Policies, die zugewiesen worden ist. Das kann gerade dann sinnvoll sein, wie gesagt, wenn wir über Programme sprechen oder aber auch über Freigaben beziehungsweise dem An- und Ausschalten von entsprechenden Diensten. Also ich kann einem Lehrkraft zum Beispiel einen USB-Stick freigeben, während ich das vielleicht für einen Schüler, eine Schülerin nicht möchte, obwohl beide das gleiche Gerät benutzen. Und so weiter und so weiter. Wichtig ist vielleicht auch hier, wir erhalten natürlich darüber auch, wenn ich BitLocker Verschlüsselungen benutze, die Möglichkeit, die BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel global abzurufen. Das heißt, hier natürlich immer die Aufmunterung, benutzen Sie eine BitLocker-Verschlüsselung für Geräte, gerade auch die Schule verlassen, einfach um die Sicherheit der Geräte zu erhöhen. Und viele scheuen ja davon oder davor zurück und sagen dann, Mensch, was machen wir eigentlich, wenn der Schlüssel nicht mehr vorhanden ist, der Wiederherstellungsschlüssel nicht mehr vorhanden ist. Auch das ist dann quasi passé. Wir haben über das Intune die Möglichkeit, entsprechend an die BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel auch hinanzukommen und ein Gerät dann quasi auch entsprechend wieder freizugeben. Ja, gleiches ist bei den Apps. Wir sehen auch hier geht es jetzt viel, viel tiefer. Wir sehen, hier haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel iOS-Apps oder Android-Apps zu verteilen. Ich mache es mal am Beispiel der iOS-Apps ganz simpel. Hier sind jetzt aktuell nur Weblinks hinterlegt. Ich könnte aber auch eine entsprechende App aus dem iOS-Store hinterlegen. Würde dafür das System logischerweise mit dem VPP und dem Apple School Manager im Vorfeld verbinden und könnte dann über den VPP gekaufte Applikationen auch auf die iPads, die ich vielleicht mitmanagen möchte, verteilen. Gleiches gilt auch bei Android. Bei Android ist das Ganze dann über den Android Store oder über eine verwaltete Google Play App möglich, beziehungsweise auch über die anderen Möglichkeiten, die mein Android zur Verfügung stellt. Das heißt, auch hier haben wir die Möglichkeit, Applikationen entsprechend zu verwalten und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, im Windows-Bereich mit Applikationen zu arbeiten. Es wäre ja auch komisch, wenn das nicht der Fall wäre. Sie haben über das Intune ein bisschen mehr Möglichkeiten. Sie haben nämlich die Möglichkeit, Store-Apps zu installieren. Sie haben die Möglichkeit, die Microsoft 365-Apps zu verteilen und auch vorzukonfigurieren. Den Edge als solches, also den neuen Edge logischerweise zu verteilen. Und haben hier aber auch die Möglichkeit, Win32-Applikationen zu verteilen. Das ist nicht ganz so simpel wie mit einer MSI. Also hier reicht es nicht nur, die Win32 basierte App hochzuladen als Exe oder ähnliches, sondern da gibt es eine kleine Anleitung,
dass man die Installationsdatei in dem sogenannten Intune Win-Format vorbereiten müsste. Dann kann ich sie aber danach auch hier hochladen und habe auch die Möglichkeit, Win32-Applikationen entsprechend zu verteilen. Das mal so als einer der großen Unterschiede, die ich zum Beispiel zum Windows for Education habe, zum Intune for Education, Entschuldigung, und hier also auch diese Win32-Applikation entsprechend zuordnen könnte. Ja, das Ganze geht noch ein bisschen tiefer. Wir haben hier noch Konfigurationsrichtlinien. Wir können natürlich den S-Modus administrieren, sofern Sie den an Ihren Schulen einsetzen möchten, weil Sie sagen, wir arbeiten wirklich nur mit Windows Store oder mit dem Windows Store für Bildungseinrichtungen, dass wir hier die Apps entsprechend verteilen. Auch das ist möglich. Und ganz wichtig, wir haben auch die Möglichkeit, hier die Richtlinien für die Office-Applikationen vorzubereiten. Mache das hier mal als Demo und kann dann auch sagen, die Richtlinien gelten für alle Nutzer, und habe jetzt die Auswahlmöglichkeit, Richtlinie wird erstellt, auch vorher schon zu definieren, wie werden denn eigentlich meine Office-Applikationen auf die Endgeräte verteilt? Also welche Einstellungen nehme ich denn zum Beispiel für Word vor? Was sind bestimmte Einstellungen im PowerPoint-Bereich? Welche Applikationen werden überhaupt standardmäßig verteilt? All das kann ich also auch über das Intune hier entsprechend managen und muss das Ganze dann also nicht mehr händisch an dem entsprechenden Endgerät vornehmen. Ich gehe mal auf unsere Demo. Die Empfehlungen sind aktuell aktiviert. Entsprechende Sicherheitsrichtlinien werden mir jetzt auch vorgegeben. Und im Grunde genommen kann ich jetzt sagen, dass ich hier die Richtlinien nochmal für diese Office-Apps auch vorinstalliere. Wir haben die Möglichkeit der Endpunktsicherheit. Auch die haben wir aktuell nur im Endpoint Manager. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit, sehr, sehr viele Dienste zu benutzen, die mittlerweile mit dabei sind, sei es die Advanced Threat Protection. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, logischerweise auch zu konfigurieren, welche Version muss ein Virenschutz haben? Wann wird ein Virenschutz durchgeführt? Haben wir Regelungen zur Firewall? Haben wir Regelungen zur Endpunkteerkennung etc. etc.? Haben wir bedingte Zugriffe? Also haben wir zum Beispiel auch, möchten wir einstellen, dass ein Gerät nur dann in unsere Umgebung kommt, nur dann von uns verwaltet werden kann, wenn es zum Beispiel eine bestimmte Betriebssystem-Update hat. Also dass wir sagen, Mensch, ein Android-Gerät muss zumindest Android 9 haben. Ansonsten kann sich das Gerät nicht anmelden, weil wir sagen, da sind zu viele Bedenken, da sind zu viele Sicherheitsrisiken dabei. Und lieber Nutzer, wenn du ein Android benutzen möchtest, dann habe bitte wenigstens Android 9 oder habe eine Version von 9, weil ab dieser erst bestimmte Angriffsflächen gepatcht worden sind. Also all das können wir darüber tun. Ich gehe mal als Beispiel nur in den Antivirus rein, haben wir die Möglichkeit, Richtlinien zu hinterlegen für die entsprechenden Plattformen, die das unterstützen, in diesem Fall Windows 10 oder macOS. Wir nehmen jetzt mal Windows 10 oder höher, gehen in den Defender, erstellen hierfür ein Profil. Demo Defender nennen wir das Ganze einfach mal. Und haben jetzt die Möglichkeit, hier also noch tiefer gehende Einstellungen vorzunehmen, die dann gruppenbasiert bzw. institutionsübergreifend zur Verfügung stellen. Also wir können zum Beispiel sagen, Mensch, keiner unserer Nutzer auf den uns gehörenden Geräten hat überhaupt die Möglichkeit, die Defender-App zu steuern. Und wir möchten, dass der von der Cloud bereitgestellte Schutz immer aktiviert ist und dass die Schutzebene sehr hoch ist. Ja, also das sind Möglichkeiten, die ich hier einstellen kann. Ich möchte zum Beispiel auch, dass der Echtzeitschutz aktiviert ist. Ich möchte auch, dass ein Zugriffsschutz aktiviert ist. Ich möchte auch, dass eingehende und ausgehende Daten überwacht werden. Also all das kann ich hier quasi vorkonfigurieren, auch im Bereich Security. Und das ist etwas, was oftmals gar nicht so bekannt ist, was ich deshalb ganz gern immer noch mal zeige. Um ihn wirklich auch zu verdeutlichen, selbst im Security-Bereich können wir mittlerweile über den Endpoint-Manager eine ganze Menge einstellen und eine ganze Menge wirklich zentral für alle Geräte, die sich in unserer Pflege befinden, entsprechend einstellen. Ja, das dazu. Ich könnte jetzt Bereichsdecken zuweisen, Gruppen hinzufügen. Auch hier könnte ich wieder mit dynamischen Gruppen arbeiten, wenn ich das möchte. Ich füge das jetzt mal einer ausgewählten Gruppe hinzu, zum Beispiel nur meiner VM. Und dementsprechend wären all diese Zuweisungen, die ich jetzt vorgenommen habe, zum Beispiel auch nur für die Gruppe aller Geräte, die sich in meinem Computerkabinett befinden, ausschlaggebend.
Sie haben Möglichkeit, auf Berichte zuzugreifen. Das sparen wir uns jetzt mal. Wir haben die Möglichkeit, den einzelnen Nutzern entsprechend nochmal zu bearbeiten. Wir haben die Möglichkeit, hier also ja, Kennwörter zurückzusetzen. Wir haben die Möglichkeit, entsprechende Rollen oder Anwendungen hinzuzufügen. Auch die Möglichkeit besteht hier entsprechend unserer Einstellungsmöglichkeit, die ein Benutzer mit sich bringt. Das Gleiche ist dann logischerweise auch nochmal der Fall im Bereich der Gruppen. Wir kommen hier also viel, viel tiefer in die Dienste hinein, die wir nutzen können. Wir haben hier eine viel, viel tiefere Konfigurationsmöglichkeit, sowohl für die Einstellungen für der Geräte als auch in der Einstellungen bei den entsprechenden Applikationen. Das heißt, Intune, beziehungsweise das heißt, der Endpoint Manager ist wirklich die Plattform, wo man sagen kann, Sie vielleicht als Leitung einer IT-Abteilung oder jemand, der das zentral auf Trägerebene managt. Das ist die Umgebung, mit der Sie sich beschäftigen. Und bestimmte Dinge delegieren Sie dann vielleicht einfach nach unten. Bestimmte Dinge delegieren Sie dann vielleicht einfach über das Intune for Education, weil man zum Beispiel sagt, Mensch, liebe Lehrkräfte, wir stellen euch zwar die entsprechende Applikation bereit. Wir bereiten das vor, wir laden das in eure Umgebung hoch. Das können Sie ganz normal über den Endpoint machen. Danach sind die Lehrkräfte aber zum Beispiel für die Verteilung von Applikationen auf die entsprechenden Endgeräte eigenverantwortlich, oder sind dafür selbst verantwortlich, sagen wir es mal so. Die Möglichkeit haben wir also, um das auch ganz so ein bisschen zu differenzieren, um das Ganze wirklich ein wenig auch zu teilen und diese Aufgaben auch wirklich ein wenig zu teilen. Ganz kurz, wie kommen Sie eigentlich zu diesem Endpoint Manager oder zum Endpoint Manager, wenn Sie im Admin-Portal von Office 365 unterwegs sind? Gibt es mittlerweile unten links, ich mache das mal etwas größer, einen Punkt, der heißt Endpoint Manager oder Endpunkt Manager, und über diesen kommen Sie dann natürlich auch auf die entsprechende Umgebung, die wir gerade gesehen haben. Je nach Lizenzierungsplan, den Sie haben, ist das Ganze damit integriert. Es ist so, dass in allen M365-Plänen Intune for Education auch mit dabei ist. Das geht los beim Microsoft 365 A1, welcher quasi gerätebasiert das Ganze zur Verfügung stellt, dann über den A3 und den A5, wobei sich diese beiden Pläne dann hauptsächlich auch noch über verschiedenste Security-Funktionalitäten unterscheiden. Aber da können wir Ihnen dann gerne auch im Detail noch Informationen zu geben. So viel zur kurzen Übersicht, zur kurzen Einsicht, was der Unterschied ist, vor allen Dingen zwischen Endpoint und dem Intune Manager. Und ich würde jetzt mit Ihnen noch ein bisschen weitermachen, was vor allen Dingen auch das Deployment anbetrifft, weil wir müssen ja irgendwie all diese Geräte, die wir haben, all diese Geräte, die wir managen möchten, auch überhaupt erstmal in das Intune hineinbekommen. Und von daher müssen wir uns natürlich von vornherein überlegen, wie wollen wir Geräte managen? Was sind Policies? Was sind Dinge, die wir beachten müssen? Und das ist für Sie als IT-Abteilung vielleicht auch immer ein sehr, sehr guter Punkt, um mit den Schulen ins Gespräch zu kommen, weil die haben ja in der Regel die Aufgabe, sich ein medienpädagogisches Konzept zu erstellen und haben dementsprechend natürlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, hey, technisch möchten wir oder pädagogisch möchten wir Folgendes machen. Bedeutet für Sie als Administration, naja, wenn eine Lehrkraft zum Beispiel viel mit Kamera und Fotos arbeiten möchte, ist das natürlich ein Punkt, den ich hier als Profil nicht deaktivieren sollte. Also das immer gerne auch als Aufschlag nehmen, diese Gespräche zwischen Pädagogik und Infrastruktur besser zu steuern und da öfter einfach mal auch ins Gespräch zu kommen und im Vorfeld bestimmte Dinge klären zu können. Ja, technisches, traditionelles Deployment, ich glaube, das kennen Sie alle. In der Regel ist das, was immer noch an den meisten Einrichtungen, Bildungseinrichtungen vorgenommen wird. Sie erstellen benutzerdefiniertes Image inklusive aller Programme, Richtlinien und Treiber. Das Image wird auf einem neuen Computer bereitgestellt und all das, was auf dem Computer sich bereits befand, wird entsprechend gelöscht. Und hier kriegen wir immer den Hinweis, oder gibt es immer den Hinweis auch von den OEMs, dass es eigentlich schade ist, weil sich OEMs schon oft darüber Gedanken machen, wie so ein Image ausschauen sollte, dass zum Beispiel auch Akkulaufzeiten entsprechend eingehalten werden. Also das ist oftmals so ein Punkt, wo man dann feststellt, Mensch, ein OEM gibt an, ein Gerät hat 10 Stunden Akkulaufzeit.
Danach imagt man das mit einem eigenen Image und stellt fest, die Akku- und Energieverwaltungen sind gar nicht mehr so, dass diese 10 Stunden auch erreicht werden. Von daher ist es nicht immer unbedingt das Beste, so ein Gerät zu imagen und dann entsprechend ja, Dinge daran zu verändern. Und in der Regel werden Sie wissen, die Image-Erstellung dauert relativ lang, die kostet viel Geld. Gibt es verschiedenste Tools, die es das macht, die in der Regel lizenziert werden müssen. Und auch das Imagen auf den Geräten selbst ist ein relativ großer Aufwand, beziehungsweise braucht auch immer relativ lange. Ja, mit Modern Deployment ist das Ganze ein bisschen anders geplant. Das ist jetzt hier so ein bisschen die Marketingfolie. Wir schauen uns gleich im Detail an, wie das Ganze ausschauen könnte. Man sagt, Auspacken, Anschalten eines PCs direkt aus der Verpackung. Das ist diese sogenannte Out-of-the-Box-Experience. So dass im besten Fall Sie als Verantwortlicher, als IT-Verantwortlicher das Gerät gar nicht sehen. Also das Gerät könnte zum Beispiel, das ist gerade bei Corona-Zeiten natürlich auch sinnvoll, vielleicht direkt zur Lehrkraft gesendet werden, die aufgrund von bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen gar nicht in der Schule sein kann, sondern von zu Hause aus unterrichten muss. Und dann kann man natürlich hierüber vermeiden, dass entsprechend auch das Gerät durch mehrere Hände geht. Gleiches kann man natürlich machen bei einer Vielzahl von Geräten, die irgendwo kommen, wo man dann sagen kann, Mensch, wir haben hier Umgebungen, die sind vielleicht in einer 1:1-Ausstattung geplant. Ich möchte als Abteilung gar nicht jedes Gerät vorher in der Hand haben, sondern ich lasse das Gerät quasi durch den Nutzer in Betrieb nehmen. Und das ist diese Bereitstellung mit minimaler Interaktion, die im Grunde genommen der Nutzer dann selbstständig durchführt. Und das kann übrigens auch eine sehr gute Variante sein. Ich weiß, dass zwar überall Bandbreite ausgebaut wird und dass entsprechende Aufrüstungen stattfinden sollen. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass ich das Gerät quasi dem Nutzer selbst auch zur Verfügung stellen kann und ich vielleicht Geräte habe, die primär in bestimmten Klassen eingesetzt werden können, dann kann ich natürlich auch sagen, die Geräte werden an die Schülerinnen und Schüler verteilt, in den Sommerferien, in anderen Ferien. Die melden sich quasi an dem Gerät an, im heimischen WLAN, und wir nutzen quasi das heimische WLAN auch dafür, die Grundkonfiguration erstmal auf die Geräte zu laden. Auch da gibt es bereits Erfahrungen. Es gibt Träger, die das so gemacht haben. Je mehr Geräte wirklich nutzerspezifisch verteilt werden, desto eher ist es auch im Ausland zu sehen, dass das wirklich dann auch so erfolgt. Das heißt, der Schüler ist dann quasi dafür da, auch ja, so eine Helping Hand zu sein und das Gerät quasi in Betrieb zu nehmen. Dieses moderne Deployment, das kann ja durch drei Arten erfolgen. Das ist das, was wir uns jetzt noch anschauen werden, weil das auch oft Tools sind, die man vielleicht gar nicht kennt oder von denen man noch gar nichts gehört hat. Von daher wiederhole ich das immer ganz gerne. Wir haben die Möglichkeit, mit der Setup School PC zu arbeiten. Das ist oder die ist dafür gedacht, Bereitstellungspakete zu erstellen, aber anders als über den Configuration Designer ist das Ganze ähnlich wie bei Indian for Education wirklich stark auf Bildung angepasst. Das heißt, die Abfragen, die hier vorgenommen werden, sind ja Fragen, die so in Bildung relevant sind. Und das Ganze ist auch wirklich ein angeleiteter Prozess, der sehr, sehr einfach ist. Was passiert dabei? Wir nutzen die Setup School PC, die sich im Windows Store befindet. Das heißt, wenn Sie in Ihren Windows Store mal klicken, von jedem Windows-Gerät, dann mal nach Setup School PC suchen, dann werden Sie diese App vorfinden, können die auch installieren. Es gibt im Grunde genommen drei Schritte, die wir hier durchgehen. Wir erstellen ein Bereitstellungspaket. Dieses Bereitstellungspaket kommt auf einen USB-Stick und laufen dann trotzdem noch von Rechner zu Rechner. Nur mit dem Unterschied, dass der USB-Stick halt nicht die ganze Zeit im Rechner sein muss, bis das Image installiert ist, sondern wir im Grunde genommen während des Startprozesses den USB-Stick für einen kurzen Moment, das sind so maximal 30 bis vielleicht 50 Sekunden, in den PC stecken müssen. Danach zieht sich das Gerät aus dem WLAN, in dem es sich logischerweise befinden müsste, seine entsprechende Konfiguration und nimmt sich danach quasi selbst in Betrieb. Und das geht um einige schneller, logischerweise, als wenn Sie ein Image verteilen würden, ist auch einfacher zu erklären und kann dann natürlich auch immer durchgeführt werden, vielleicht von der Helping Hand vor Ort oder auch durch Schülerinnen und Schüler. Wie sieht das aus? Wir melden uns einmal mit den Zugangsdaten ein, die wir für die Bereitstellung haben. Wir haben in Intune die Möglichkeit, einen Bereitstellungsmanager zu hinterlegen, der dann auch eine entsprechende große Anzahl an Geräte in Betrieb nehmen kann. Das macht immer Sinn, damit man nicht, also man hat bestimmte Begrenzung, was sonst durch einen einzelnen Nutzer passieren kann. Dieser Bereitstellungsmanager hat, glaube ich, ich müsste lügen, ich glaube, aktuell sind es 1000 Geräte, die er quasi in Betrieb nehmen kann, und kann damit quasi genutzt werden, um
eine Menge Geräte erstmal nutzerunspezifisch in Betrieb zu nehmen. Damit melden wir uns an. Wir fügen das Wi-Fi hinzu. Logischerweise brauchen wir irgendwie eine Internetverbindung für die Geräte, damit die sich ihre Policy laden können. Das kann Wi-Fi sein, das kann letztlich logischerweise aber auch ein LAN-Anschluss sein, wenn ich kein Wi-Fi zur Verfügung habe. In dem Fall nimmt man eine SSID, die vorhanden ist oder die man für diesen Zweck erstellt. Das können in dem Fall leider nur offene Netzwerke oder WPA2-Netzwerke sein. Die sollte man dann also für diesen Einrichtungsvorgang irgendwie mit zur bereitstellen. Klicken auch weiter, ich gehe das mal ganz kurz durch, haben dann die Möglichkeit, den Geräten Namen zu geben, können hier auch mit verschiedensten Platzhaltern arbeiten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit hier zu sagen, Mensch, die Geräte heißen zum Beispiel Musterschule, Unterstrich und dann kommt die Serial Number oder ähnliches, einfach um den Geräten dann auch eine eindeutige Zuordnung zu geben. Im Setup School PC, in der Setup School PC App haben wir dann ein paar Auswahlmöglichkeiten. Wir können also zum Beispiel alle pre-installed Apps deinstallieren, das heißt, all das, was manchmal vielleicht bei einem Gerät mit dazukommt, kann deinstalliert werden. Wir können sagen, dass der Local Storage genutzt werden kann. Wir können aber auch sagen, Mensch, wir möchten das verbieten, weil wir arbeiten mit Shared Devices und die Nutzer sollen im OneDrive speichern, weil sonst die Festplattenkapazität einfach zu klein wäre. Und wir könnten jetzt in dem Fall hier vielleicht auch noch sagen, Mensch, wir haben die Möglichkeit, unser Hintergrundbild zu verändern. Wir bieten mit Take-A-Test die Möglichkeit, dass die Geräte in einer speziellen Version genutzt werden können, in denen auf Forms basierte Prüfungen geschrieben werden können und dann bestimmte Dienste deaktiviert werden. Das haben Sie vielleicht vorhin auch schon im Intune for Education gesehen. Auch diese Möglichkeit habe ich hier quasi, die Take-A-Test-App direkt zu installieren, wenn ich zum Beispiel auch sage, Mensch, ich habe Geräte, die dienen einzig und allein als Prüfungsgerät. Dann ist das hier möglich. Können auch hier wieder Apps hinzufügen, wenn wir das möchten, erhalten eine Information, was wir gemacht haben und können dann dieses Bereitstellungspaket auf einen entsprechenden USB-Stick verteilen und danach, ich klicke hier mal ein bisschen durch, das Ganze auf unsere Endgeräte verteilen. Entweder auf Geräte, die schon angenommen worden sind oder auch auf Geräte, die wir erst in Betrieb nehmen möchten, die gerade aus der Box kommen. Das Gleiche kann ich immer noch machen mit dem Configuration Designer. Ich zeige Ihnen mal kurz den Unterschied. Der Configuration Designer ist ein wenig ausführlicher. Über den kann ich logischerweise auch komplett neue Projekte erstellen. Das Ganze ist mittlerweile eigentlich auch ein sehr geführter Prozess. Ich kann darüber aber auch erstellte Pakete weiter bearbeiten. Und wenn ich hier zum Beispiel zum erweiterten Editor wechsle, dann sehen Sie, dass ich hier viel, viel mehr Einstellungsmöglichkeiten habe. Zum Beispiel im Bereich des Account Managements, dass ich sagen kann, Mensch, Enable Profile Manager, nicht konfiguriert, ja, nein. Oder wenn ich sage, ich gehe mal in den Bereich, also so ein Klassiker, Out-of-the-Box Experience, Enable Cortana Voice, soll Cortana mit mir sprechen, wenn ich ein Gerät in Betrieb nehme oder möchte ich das nicht. Gleiches gilt für Country and Region. Möchte ich zum Beispiel, dass das jemand verändern kann, möchte ich, dass es nicht verändert werden kann, etc. etc. Also ich habe hier eine viel, viel tiefere Möglichkeit, das Ganze dann auch noch zu steuern, ein entsprechendes Bereitstellungspaket zur Verfügung zu stellen, als ich das über diese Setup School PC App zur Verfügung habe. Und auch hier ist wieder der ganz klare Unterschied. Derjenige, der vor Ort, der eine kleinere Schule vielleicht hat, wo wir über 30, 40 Geräte reden, für den ist ganz oft in der Regel dieser Setup School PC ausreichend. Es kann aber auch sein, dass Sie sagen, Mensch, ich habe hier wirklich tiefere Einstellungen aufgrund der Datenschutzvorgaben oder auch aufgrund von medienpädagogischen Plänen, die vielleicht erfüllt werden müssen, dass Sie sagen, ich als Träger erstelle solche Pakete und gebe diese an die Schulen dann hinaus und dass die Geräte dann auch entsprechend lokal in Betrieb genommen werden können. Und wie gesagt, ich kann über den Configuration Designer oder Windows Designer für Image-Konfiguration, wie es auf Deutsch heißt, dann entsprechend auch Bereitstellungspakete, die schon erstellt worden sind, weiter bearbeiten. Ja, und last but not least gibt es Autopilot. Autopilot ist in Deutschland leider immer noch relativ unbekannt. Das ist aber der sogenannte goldene Weg, weil ich hier nämlich eine berührungslose Bereitstellung
ja, sicherstellen kann, die durch den Endnutzer selbst vorgenommen wird. Also das, was ich von erzählt habe, das Gerät wird im Grunde genommen gar nicht irgendwie mal in ihrer Sicht, in ihrem Sichtfeld sein, sondern im Grunde genommen wird das Gerät bei einem OEM, der Autopilot unterstützt, bestellt. Sie erhalten die entsprechenden Werte, diese werden in Intune hinzugefügt. Der Nutzer macht sein Gerät zu Hause an, meldet sich mit seinen Login-Daten an, meldet sich im WLAN vorher einmal an, logischerweise. Und während dieser Out-of-the-Box-Experience werden dann entsprechend alle Einstellungen, Programme etc. auf das Gerät ausgeteilt. Wir nutzen hier Autopilot, wir nutzen das Azure Active Directory logischerweise, wir nutzen Intune dafür. Wie schaut das aus? Es sind im Endeffekt drei Schritte. Das Gerät wird registriert, wie ich bereits gesagt habe. Sie fügen dem Gerät ein entsprechendes Profil oder eine entsprechende Einstellung hinzu oder fügen das Gerät in eine entsprechende Gruppe und das Gerät kommt dann direkt beim Endnutzer an, der im besten Fall über Internet verfügt. Das muss man immer beachten dabei. Und Sie haben dann im Grunde genommen gar keinen Aufwand mehr damit. Sie haben damit dann keinerlei Berührungspunkte mehr, sondern wir sind dann wirklich in einem ganz klassischen Self-Service, über den der Nutzer dann quasi eigenständig sein Gerät ausrollt. Und das erleichtert Ihnen natürlich gerade bei den Massen an Geräten, die jetzt wahrscheinlich doch in die Schulen kommen werden, ungemein die Möglichkeiten. Denken Sie spätestens darüber nach, wenn es Geräte für Lehrkräfte geben sollte. Diese werden zwar oder diese werden halt wahrscheinlich auch anders als diese Schülergeräte nicht unbedingt in einem Multi-User-Mode sein, sondern was ich von vielen Trägern weiß, ist, die Geräte werden in Trägerschaft der entsprechenden Kommune, des entsprechenden Schulträgers sein. Sie werden schauen müssen, wie sie die ausrollen. Und gerade wenn sie vielleicht ein größerer Träger sind und da schon mal gesehen haben, wie viele Gerätemengen dann da auf sie zukommen, ist diese Autopilot-Möglichkeit wirklich eine sehr, sehr charmante, um überhaupt diese Flut an Geräten auch sauber ausrollen zu können. Achten Sie da, wie gesagt, nur darauf, dass die OEM oder Ihr OEM der Wahl das dann entsprechend unterstützt. Logischerweise tun das sämtliche Surface-Devices, das tun aber auch andere große OEMs. Ich kann Ihnen da gleich so nochmal eine Folie zeigen, wer von den OEMs da aktuell in Deutschland mit dabei ist. Und selbst wenn nicht, gibt es auch immer noch eine Möglichkeit, dass man die Geräte quasi nachträglich Autopilot fit macht. Da hat man dann doch das Gerät ein bisschen länger in der Hand, muss es einmal in Betrieb nehmen und den entsprechenden Hash-Werte auslesen. Aber so für langfristige Ausrollgeschichten kann ich den Rechner dann auch immer noch ins Autopilot anbinden, falls der OEM das nicht unterstützt. Beziehungsweise falls Sie sagen, ich möchte auch Geräte, die ich bereits besitze, darüber ins Intune reinbringen und denen quasi eine Autopilot-Möglichkeit zur Verfügung stellen. Ja, auf dem Bild sehen Sie hier nochmal die unterschiedlichen Möglichkeiten der Deployment-Methoden. Wir haben die Setup for School PC-App. Würde ich Ihnen immer empfehlen zum Start beziehungsweise in kleineren Umgebungen. Für all diejenigen, denen das dann nicht mehr ausreicht, vor allen Dingen von den Möglichkeiten, die Sie dort erhalten, die Geräte zu konfigurieren. Da geht es dann weiter mit dem Configuration Designer und erstrebenswert sollte logischerweise auf lange Frist das Deployment mit dem Autopilot sein, der im Grunde genommen für diejenigen, die iPads vielleicht schon mal ausgerollt haben, ähnlich dann halt funktioniert, wie das, was Sie auch aus einem Device Enrollment Program von Apple kennen. Letztlich ist das quasi das Äquivalent, was wir hier mit Microsoft-Geräten durchführen können. Ja, das nochmal über als Überblick. Wir haben also die Möglichkeiten, wenn Sie sagen, als IT-Abteilung möchte ich gar nichts davon machen, dass wir sagen, wir gehen in den Self-Service, arbeiten hier mit der Out-of-the-Box-Experience, in der wir sagen, der Nutzer meldet sich einmal an. Das ist bei schuleigenen 1:1-Geräten der Fall, also so zum Beispiel bei den Lehrkräftegeräten. Lehrkraft gibt bei der Anmeldung sein entsprechendes Konto an, die Profile werden gezogen. Oder aber wir arbeiten über die Windows-Einstellungen oder dem Company Portal App, fügen quasi auch im Nachgang zu einem bestehenden Gerät dann entsprechend die Verbindungen zu. Also sagen, wir möchten das Gerät mit einem Geschäftskonto verbinden, die Administration abgeben und dann sind auch bereits bestehende oder bereits vorhandene Bring-Your-Own-Device-Geräte über diese Funktionalitäten managebar. Im Bulk, also wenn wir über mehrere Geräte sprechen, haben wir dann, wie die angesprochenen Möglichkeiten, Setup School PC, Configuration Designer oder den Autopilot. Und bei iOS, das vielleicht auch nochmal erwähnt, ist es ähnlich. Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass wir Geräte über die Intune Company Portal App so vorkonfigurieren, dass auch schüleigene Geräte den Anforderungen entsprechen, die sie vorgeben.
Das ist immer ganz interessant. Das funktioniert auch recht gut, weil sie darüber natürlich ein Gerät, welches nicht ihnen gehört, trotzdem diese entsprechenden Einstellungen geben können. Das ist bei Apple sonst immer nicht ganz so simpel. Da kann man mit Profilen arbeiten. Nichts anderes passiert da im Grunde genommen im Hintergrund auch. Das Company Portal App hat nur den Vorteil, dass wir hier wirklich einen benutzergeführten Prozess haben, dass auch bestimmte Security-Eigenschaften mit berücksichtigt werden, dass letztlich über dieses Company Portal auch Anwendungen freigegeben werden könnten, welche sich vielleicht spezifisch an ihrer Schule oder sind eher so wahrscheinlich im Berufsschulbereich haben und dort zur Verfügung stellen. Für die Massenausrollung oder fürs Massenrollout ist hier der Weg ganz normal weiter über den Apple School Manager. Das ist der Weg, den Apple logischerweise vorgibt. Das heißt, Sie brauchen trotzdem ein Konto für den Apple School Manager. Anders geht es bei Apple nicht. Das ist immer die Basis. Darüber kriegen Sie dann Ihre DEP-Nummer. Darüber kriegen Sie auch Ihre VPP-Zugehörigkeiten. Diese werden in Intune hinterlegt. Und dann tauchen entsprechende Geräte logischerweise auch in Ihrem Intune auf. Das ist dann der klassische Weg, den Sie haben, wenn Sie mit iOS-Geräten arbeiten möchten. Anders funktioniert es aktuell nicht so wirklich. Gut, sind wir damit auch ja ein bisschen über eine Stunde durch. War auch so der Plan. Haben Zeit für Ihre Fragen und Ihre Antworten. Ich weise Sie da nochmal auf die Möglichkeit hin, dass Sie hier gerne die Q&A bzw. die F&A-Funktionalität benutzen und würde jetzt einmal ganz kurz schauen, was an Fragen bereits aufgetaucht ist und Ihnen diese dann versuchen auch zu beantworten. So, die erste Frage. Intune für Bildungseinrichtungen ist kostenlos. Ja, in Intune für Bildungseinrichtungen ist abhängig von Ihrer Lizenzform. Vielleicht zeige ich Ihnen dazu noch ganz kurz etwas. Ich hatte das einmal schon vorbereitet. Intune for Education ist aktuell in dem Microsoft 365 Education A5 und in dem Microsoft Education A3 inkludiert. Sie haben mit dem M365 A1 die Möglichkeit, das Ganze auch gerätebasiert zu lizenzieren. Das ist vielleicht auch eine ganz interessante Geschichte. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit zu sagen, wir gehen nicht auf die Nutzeranzahl, sondern wir möchten wirklich nur ein reines Gerätemanagement haben, welches jetzt nicht unbedingt auf Charity-Device abzielt, sondern ja, zum Beispiel die Möglichkeit gibt, iPads zu managen. Ganz, ganz, ganz oft der Fall. Da sind ähnliche MDMs oftmals oder meist gerätespezifisch basiert zu lizenzieren, sodass wir da also auch eine Möglichkeit haben, die Geräte zu lizenzieren. Je nach Möglichkeit haben Sie auch in dem OVSES die Möglichkeit, eine Intune-Option hinzuzubuchen, falls Sie noch in dem FEU 2.0-Bereich unterwegs sein sollten. Sie haben die Möglichkeit, Intune pro Nutzer zu lizenzieren. Da würde ich Sie aber immer raten, entweder im Nachgang nochmal bei bildung@microsoft.com nachzufragen, beziehungsweise mit ja, Ihrem bereits vorhandenen Partner, Lizenzpartner zu arbeiten. Die nächste Frage: Gibt es ein Webfilter im Endpoint Manager? Das ist möglich. Also wir haben den Defender und wir können darüber bestimmte Webinhaltsfilterungen vornehmen. Also man kann Richtlinien konfigurieren, die dann bestimmte Webinhaltskategorien zum Beispiel ausschließen. Das ist jetzt aber nicht ganz so im Bereich Whitelist, Blacklist, sondern wir gehen da wirklich eher auf massive URL-Blocks. Falls Sie das interessiert, ich poste Ihnen hier einmal auf Ihre Antwort den entsprechenden Hinweis und veröffentliche die ganze Frage dann auch einmal noch. Die DEP-Frage haben wir schon beantwortet. Also grundsätzlich notwendig für iPads ist immer der Apple School Manager. Um den kommen Sie nicht herum, weil erst der gibt Ihnen diese DEPs zur Verfügung. Alternativ können Sie das maximal über einen Apple Configuration Manager noch durchführen, wenn Sie ein MacBook haben, über Blueprints. Ist dann ein sehr spezielles Thema, aber ich würde Ihnen immer hier raten, dass man dann über den ASM geht und im Anschluss Intune als MDM quasi zur Verfügung stellt.
Die nächste Frage, die wir haben, welche Windows 10-Versionen werden unterstützt bei der, ich gehe mal ab, Setup School PC. Gehe ich mal von aus. Die, gute Frage. Die App als solche ist im Store verfügbar. Was Sie brauchen, ist im Grunde genommen im Hintergrund ein Office 365 und ein Azure Active Directory. Das ist das, was lizenziert sein muss. Und dann kann grundsätzlich der Stick auch ja, in einem Home-PC hinzugefügt werden. Das Problem wird nur sein, dass der Home-PC sich in der Regel nicht mit dem Azure-Portal verbinden kann. Das heißt, ich würde Ihnen hier immer raten, entsprechende Upgrade-Versionen mit dabei zu haben, entsprechend die Möglichkeit zu haben, dass die Geräte dann auch auf eine Pro-Version zumindest geupdatet werden. Ist es möglich, Geräte, die vorhanden waren, mit dem Stick neu aufzusetzen, einzubinden und anschließend im Autopilot aufzunehmen, damit sich diese immer wieder an unser Intune melden? In dem Fall, also es ist so, dass wenn Sie das Gerät mit dem Stick verbinden, dann ist das logischerweise einmal auch im Intune hinterlegt. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, dass man das Gerät quasi nachträglich dem Autopilot hinzufügt. Ich suche Ihnen dazu gleich mal die entsprechende Dokumentation auch nochmal raus und werde die darauf antworten. Dann haben Sie auch da nochmal die Möglichkeit zu schauen, wie man das macht. Also ich würde Ihnen immer empfehlen, dann wirklich den Weg zu gehen, zu sagen, ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber ich suche mir die entsprechenden Hash-Werte aus, binde die Geräte dann darüber ein, dann sind Sie auch quasi im Autopilot-Management mit dabei. Wie funktioniert, wird ein PC im Kiosk-Modus bereitgestellt? Letztlich können wir das über die Telke-Test-App machen. Also wir können dem Gerät sagen, du bist ein Prüfungsgerät. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, dass das Gerät ja, diesen Kiosk-Modus bereitgestellt bekommt. Ich werde Ihnen auch da auf die Frage gleich nochmal den entsprechenden Dokumentationslink hinzufügen, die Frage danach veröffentlichen, sodass das auch für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Verfügung steht. Gibt es weitere Fragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, werde ich jetzt die beiden Fragen hier noch beantworten. Möchte Ihnen ganz kurz noch ein paar Folien zum Ende zeigen. Bisschen Werbung für auch noch kommende Veranstaltungen. Ja, allgemeine Informationen für diese Workshops kriegen Sie unter aka.ms/learnit. Sie haben auch Twitter die Möglichkeit, oder zu folgen und zu sehen, was es an weiteren Veranstaltungen noch geben wird. Beziehungsweise gerne auch die Möglichkeit, unter aka.ms Newsletter Edu sich ja, zu registrieren und den Newsletter zu erhalten. Hier weiß ich gerade gar nicht, ob das so passieren wird. Auf jeden Fall werden Sie aber unter aka.ms.learnit die Aufzeichnungen danach auch nochmal sehen können. In der Regel sind die Aufzeichnungen danach auch im YouTube-Kanal zur Verfügung. Und worum ich Sie einfach bitten würde, wäre, wenn Sie allgemeine Fragen haben und noch nicht mit einem Partner zusammenarbeiten. Partner sollte immer der erste Ansprechpartner sein für Sie. Können Sie sich gerne aber auch an bildung@microsoft.com im Nachgang nochmal melden. Hier erhalten Sie dann auch nochmal Informationen, beziehungsweise werden Sie dann entsprechend den zuständigen Personen weitergeleitet, die auf Ihre Fragen dann auch antworten können. Ja, bleibt mir nichts mehr viel, außer mich zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, war informativ für Sie. Hoffe, Sie haben eine ganze Menge mitgenommen, einen Überblick bekommen über das Thema Gerätemanagement, über das Ge Thema Administration mit Intune bzw. Endpoint Manager. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns gerne Feedback, dass Sie vielleicht auch tiefer in die Materie einsteigen möchten, wo da Bedarfe auch bei Ihnen sind, sodass wir da auch in Zukunft Ihnen entsprechendes Feedback beziehungsweise ein entsprechendes Angebot geben können. Ja, die Veranstaltung bleibt jetzt noch ein paar Minuten offen. Ich beantworte gerne noch Ihre Fragen, verabschiede mich jetzt aber zumindest auf der Audioschleife, wünsche Ihnen schönen Tag, schöne Restwoche und bis bald vielleicht.